noch ein Weg? Ah. Aha. Ich weiß schon, wo das hinführt. Diese Latrine. Gidi fui. Gidi, gidi, gidi fui. Ah, da lang. Boah, habe ich ja schön. Hab ich ja so gesagt, oder? Oh, meine Güte. Laternen, Fackeln, bla. Wer braucht denn sowas, hä? Oha. Hier lagern Nahrungsmittel für mehrere Dutzend Orks. Fleisch, Würste, Käse, Brot und vielerlei Dinge mehr. Ihr könnt euch hier billig bedienen. Wollt ihr? Ja. Oh, 80 Proviantpakete. Ist das in jedem so? Okay. Oi, oi, oi. Ich meine, auch hier kann ich mich theoretisch total reich machen. Für Lohwangen, wo ich dann einfach Nahrungspakete abgebe. Aber das kriege ich einfach hin, weil ich habe ja ewigen Weg dahin zu laufen, an dem ich einfach nur sammle davor. Wenn ich es dann wirklich brauchen würde, was ich nicht tue. Oh, so viel Zeug, ganz ehrlich. Wozu macht man das Spieldesign? Aber was bringt einem das? Es hat doch keinen effektiven Nutzen hier für irgendwas, oder was? Also, würde mich jetzt wundern. Ich wüsste nicht, wofür ich es brauche. Aber ich gucke doch mal ganz kurz. Irgendwo muss ich doch hier meine Götterpunkte noch kriegen können. Aha. Jetzt habe ich es doch irgendwo. Auf dieser Ebene. Ach, alles klar, da war ich noch gar nicht. Haha. Beim allerersten Ausgang ist es nämlich das Ganze. Okay, dann gehen wir mal dann zurück, weil wir sind jetzt sowieso durch und können das Ganze hier verlassen, würde ich sagen. Wie schon erwähnt, das ist rein optional für mich mit meinem Spielstand. Daher war halt ein paar nette XP nebenbei gewesen. Das ist in Ordnung. Mehr habe ich nicht erwartet, mehr habe ich nicht verlangt. Und das war völlig gut so. Hauptsache, wir haben es gemacht, dann haben wir es auch mal gesehen. Ist halt auch gefühlt der größte Dungeon bisher. Wobei, ich meine, nicht die meisten Ebenen, aber ich glaube, die Zwergenbinge hatte zwar jetzt 6 Ebenen oder so, oder 5 oder 6. Aber gefühlt war die schneller durch einfach. Ach, warum bin ich hier? Achso. Ja, bin richtig, alles gut. Aber da war nicht viel los, finde ich. Es waren kleinere Teile und so weiter. Das hier ist ja schon was anderes gewesen. Zack. Und generell ist ja dieses Spiel gefühlt mit weniger Dungeons und Locations bestückt als Teil 1, kurioserweise. Und daher ist es ganz cool, den mal mitgenommen zu haben. So, das müsste der Altar sein, den ich zerstören muss. Und der ist ja super hübsch, dieser Typ. Wieder mal. Eine fast 2,5 Schritte hohe, steinerne Statue des orkischen Kriegsgottes Brazogark. Brazogark! Verziert mit allerlei Schmuck aus Kupfer und Messing. In der rechten Hand trägt sie einen anscheinend echten Arbach. Whatever that means, aber ich würde sagen, ich zerstöre das alles. Und dann läuft das, ne? Opfer. Ja, Opfer, dann würde ich bestimmt machen. Ignorieren ist nicht gut. Das gibt Minus gegen für irgendeinen Gott, glaube ich. Ich glaube, das war der Zwergengott. Der mag die am wenigsten irgendwie. Opfern, glaube ich, wird nicht allen Göttern nicht gut. Plündern weiß ich gar nicht. Ob Plündern was macht, das steht hier gar nicht. Ich mach's mal einfach. Aber das war's auch schon. Nur mal gucken, was es hier ist. Ich will wissen, was es ist einfach. Offenbar bloß Orkschmuck, hä? Ist hier jetzt kein Item, was jetzt dazugekommen ist? Außer eben vielleicht Orkschmuck, also. Hat sich jetzt ganz toll angefühlt, ne? Diese Aussage, da ist das ganz tolle Dings drin, bla bla, aber hier ist überhaupt nichts. Ja, hat sich gelohnt. Na dann, laden wir neu und zerstören es gleich. Weil ich habe echt Angst, wenn ich plündere, mir auch eben. Plündern ist ja eigentlich was. In dem Sinne Positives. Und ja, es war echt nur ein Orkschmuck. Wenn ich die Orks ausraube, ist ja was Gutes für die anderen Götter eigentlich. Aber zerstören es noch besser. Mit wenigen wuchtigen Hieben zerschlagt ihr das Götzenbild. Wie die sehen, sehen sie nichts. Hat sich nichts getan. Sieht nicht zerschlagen aus, aber ist okay. Nun, das ist das, was ihr von der Statue des Brazogark. Ist das gerade anders geschrieben worden? Übrig gelassen habt. Toll, aber es ist. Gut, eine Statue sehe ich sowieso nicht, bloß ein Bild. Aber. Ach, was weiß ich. In schweren hölzernen Kisten verpackt, scheint sich hier ein mechanisches Gerät zu befinden. Als ihr die Kisten vorsichtig öffnet, erkennt ihr zwei Hornissen und zwei Kisten mit schweren Bolzen. Ich glaube, Hornissen waren Armbrüste, oder? Wissen die Götter, wie die Orks an dieses Kriegsgerät gekommen sind, aber egal.
Dazu steht jetzt auch irgendwie nichts da. Ich will wissen, was eine Hornisse ist. Ach, zu schwer. Kann sein, dass eine Hornisse auch ein riesiges, eine Balliste ist quasi. So ein stationärer halt. Mit wenigen sicheren Schnitten durchtrennt ihr die Sehnen der beiden riesigen Armbrüste und blockiert ihren Lademechanismus. Und dann deckt ihr das Segeltuch wieder über die Konstruktion. Hey, wir haben eine Sehne durchschnitten. Meint ihr, es fällt nicht auf? Das kann man einfach reparieren dann? Aber besser als nichts, würde ich sagen. Ja. So, da... Ach, wieder so. Jetzt reicht's mir langsam. Ah, ich brauche ein neues Wort. Wie, ein Ork. Der ist ja mutig. Es ist der letzte, der noch übrig ist, wa? Gebt ihm mal. Der bettelt danach. Nix weiter. Ja, dann bin ich tatsächlich durch. Fast. Wupp. Oh. Ein dicker Ork. Der Endboss. Oder die Eingangswache, je nachdem, wenn man hier reinkommt gerade. Geht ja theoretisch auch. Hier stehen diverse... Was gibt's denn da? Natürlich nicht, was ich haben will, also... Zerstören. Dieser Schlag die Waffen der Orks. Leider geht das nicht ganz lautlos vor sich. Macht nix, ich bin ja quasi raus hier. Tja, ich habe jetzt quasi die ganzen Orks zerlegt. Jetzt müssen sie sich eigentlich, finde ich, das wäre voll cool, von Lovangen aus, der Belagerung und so. Nee, warte nicht, das wäre Lovangen war... Doch, war auch belagert, aber da, wo ich vorher war, war es auch belagert, wo ich jetzt aber hin muss demnächst. Müsste jetzt von da alle abziehen, hierher kommen und das neu besetzen. Das wäre doch jetzt eigentlich sinnig, oder? Das fände ich voll gut. Das wäre auch voll nett. Das würde auch ein bisschen Sinn ergeben. Ich bin absolut dafür. Ja. Na egal. Raus hier. Hier führt eine flache Rampe hinaus. Das Tal vor euch ist dem Tageslicht erhellt. Es scheint, als hättet ihr es geschafft. Juhu. Guten Planung. Tja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in Game Over gehe. Aber ich habe ja gespeichert, ne? Oh, und ich bin tot, glaube ich. Oder? Ich speichere nicht. Oh, er ist schon weg. Siehst du, gar nichts gesagt dazu. Naja. Per se muss ich jetzt den Weg nehmen können, den ich von oben gekommen wäre. Aber ja, sieht gut aus. Doch kein Game Over, wie es aussieht. Weil irgendwo war ja eine Game Over-Möglichkeit gewesen. Das weiß ich definitiv. Da lang. Hier ist ja mal am Kartenrand, ist diese Game Over-Geschichte. Der Kartenrand ist ja nicht hier. Oh, nein! Teuer! Gute Planung. Immer weiter, am Fluss lang. Firion, deine mächtigen Heilkünste sind wieder mal gefragt. Krankheit bei Taya. Frostschaden, kein Problem. 15 Lebenspunkte obendrauf. Ich meine, er hat Krankheiten heilen auch bei 15, oder? Moment. Das kriegen wir raus. Ist ein Handwerk. Krankheit heilen 15, Tatsache. Das mag kein Zufall mehr sein. Sehr faszinierend. Ich speichere erstmal auf Test 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob noch was passiert, aber ich denke, es sollte soweit gut sein. Und im Prinzip muss ich ja jetzt nur noch tatsächlich nach Tjolma. Und das ist eben jetzt oben. Und dann ist dann der letzte Dungeon im Prinzip. Und dann ist das Spiel zu Ende. Oh nein. Noch ein Kranker. Haben wir eigentlich immer noch Winter? Ich war jetzt lange nicht mehr an der frischen Luft, deswegen weiß ich es nicht genau. Ach toll, hat sich ja gelohnt hier. Ah ja, haben wir jetzt noch einen Strecken erkunden, schon klar. Winter, Tatsache. Meine Güte, wie lange dauert denn Winter hier in dem Spiel? Ah! Firion, ich hätte gerne 50 Lebenspunkte, bitte. 22, okay, gut. Hat sie erledigt, das hat damit nicht unbedingt was zu tun, zumindest nicht bei Krankheitenheilung. Aber wer weiß. Tempel betreten, ja! Hallo, wo sind wir hier? Zar. Zar ist immer gut. Spenden. Wie viel habe ich? Warte kurz. Ach, genug. Nochmal spenden. Beten. Ach, krieg schnell. Aber ich habe ja auch gerade Götterbonuspunkte geholt, habe ich mir sagen lassen durch die Lösung.
da, 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 da. Ja, komm. Hey. Hat sich nicht mehr bewegt. Na toll. So dankbar sind mir die Götter also. Ich bin begeistert. Total begeistert. Ich war noch nie hier gewesen. Irgendwie kann das sein, ja. Gut, das hier weiß ich nicht mehr genau. Was war denn das hier für ein... Das ist halt auch nur ein Ort oder sowas. So ein... Na, sag schnell. Tempelherberge, glaube ich, ne? Und das hier ist Imsum? Fragezeichen? Das ist die Stadt, die quasi... Diese... Wie hießen die Dinger da im Sumpf? Diese komischen Echsenmenschenartigen. Ist das deren Stadt quasi? Aber ich komme da nur durch den Sumpf hin. Kann das sein? Naja, ist nicht so schlimm. Und auch nicht so relevant oder wichtig. Wir machen weiter. Werde ich wieder krank hier. Bis gerade geheilt worden. Ah, was zum... Ihr seid da oben eigentlich. Ich laufe nach unten. Nix gut. Oh. Ein Waldlöwe. Aua. Böser Waldlöwe. Naja, schon klar. Allerdings ist schade, weil wir nicht schlafen konnten. Kommt schon. Zack. Reiseoption. Umdrehen. Bardomidi. Vom Goblins. Ah! Wieder Kampf. Firion müsste ja bald Level hoch sein. Weil schafft er es doch, diese Aufnahme. Aber ich habe noch ein paar Minuten. Das wäre eigentlich ziemlich doof. Oh Mann. Ich glaube, ich komme hier nicht lange über anderen Weg, oder? Vielleicht von, vom Tempel aus nochmal einen anderen Weg gehen. Geht das vielleicht? Ich weiß, vom Tempel aus nach über den Fluss rüberkomme. Ich kann nach oben gehen. Das muss ich dann. Dann muss ich nach oben durchkommen. Jawohl, das funktioniert. Ja. Was ist so passiert? Wo bin ich hier? Nein. Okay. Irritierend. Ich wusste nicht, wo ich war. Totale Orientierungsprobleme hier. So. Weiter. Hab ich mir so gesagt. Es gibt es doch einfach nicht. Mann! Heute nervt mich jetzt extrem. Ich weiß, ich sag's ja gerne so. Das merke ich ja vor allem dann, wenn ich meine Folgen schneide und oftmals bei so aufhöre. Aber heute ist es ja extrem. Ja, weiter. Sehr schön. Da kommen wir offenbar lang. Und ich glaube noch ein bisschen weiter. Noch zwei rote Punkte drüber und dann bin ich auch schon in Tjolmar. Wo ich dann, wie gesagt, in die letzte Spielphase eintreten würde. Oh, eine Hütte. Klopfe mal. Eine Einsiedlerin. Schieß los, gib keine dummen Fragen. Das werden wir sehen. Tasch. Rovet. Zergenbinge. Ja. Salamanderstein. Ja, mein Verständnis. Okay, immerhin. Sternschweif. Interessante Themen. Ich habe das Gefühl, die hat überhaupt nichts zu sagen. Oh, doch, bei den Elfen weiß er was. So. So eine. Hab ich mir so gesagt. Meine Fresse! So eine Einsiedlerin macht einfach so den Leuten hier auf. Ist auch gefährlich, ne? Ich meine, entweder ist sie eine fiese Magierin, die sich wehren kann, oder. Sie ist einfach nur dumm. Weil in diesen Zeiten, da laufen schon dubiose Leute durch die Gegend durch. So, Überkunden. Danke, wir warten. 12, zack, und ab geht's. Ja, das war nicht so schwer. Hallo, lange nicht hier gewesen. Ich könnte mir neue Sachen kaufen, zumindest bei Taya. Vor allem will ich ein paar Sachen verkaufen. Ich bin ja wieder voll mit allem möglichen Zeug. Könnte ich aber, glaube ich, auch in Tjolmar machen. Das muss ich nochmal nachlesen, ob ich jetzt die, meine letzte Chance quasi habe. Wofür brauchte ich die Nuckschüssel eigentlich? Wobei, es gab ja diverse Türen, wahrscheinlich wurde die einfach geöffnet, da mit dem Lux-Schlüssel ganz ohne Ansage. Und Brillenschlüssel wahrscheinlich genauso. Wobei, der ist Gold, vielleicht kann man die auch verkaufen. Naja, ansonsten hat dann der Ork mir diverse Schlüssel mitgenommen, war ja geplant. Und ja, ein paar Sachen verkaufen auf jeden Fall. Und naja, das ist dann, was ich das demnächst vorhabe, würde ich sagen. Da. Ich könnte mir da ein paar Waffen magisch machen lassen. Hier. In dieser Gegend. Das ging auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mal wieder ordentlich schlafen in der Herberge.
Das haben wir jetzt lange, lange nicht gehabt. Einfach nur, um meinen Helden das zu gönnen. Es hat keinen spielerischen Nutzen. Das ist egal. Der Punkt ist, die freuen sich alle. So. Und hier. Lass es uns gut gehen. Beste Suite. Zack. Lalalalalala. Schön. Im tollen, schönen Nordlicht sind wir hier untergekommen. Wunderbar. Ich glaube, ich speichere sogar mal wieder auf Save LP. Denn das ist jetzt der Hauptspielstand und wirklich, hier ist eigentlich alles soweit erledigt. Ich bin total stolz auf mich. Ich bin echt zu kurz davor, das Spiel zum ersten Mal in meinem Leben zu beenden. Ja, mit Lösung, ist klar. Ohne geht's aber einfach nicht. Bei diesem Spiel, also die Nerven bin ich. Zumindest nicht als Let's Play. Das geht einfach gar nicht. Für sich selbst ein bisschen rumprobieren, okay, aber im Let's Play kannst du das nicht bringen bei dem Spiel, ohne zu wissen, was du machen musst. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so. Denke ich persönlich. Also es. Allein die Chance zu groß, dass man versagt und hängen bleibt und dann von vorne anfangen muss. Das geht einfach im Let's Play nicht. Das ist doof. Und das ist der ganze Grund dahinter. Egal. Wie dem auch sei, für heute ist Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der vielleicht finalen Aufnahme. Aber ich bin sicher, ich brauche doch wieder zwei noch, um das alles fertig zu machen, hinzulaufen, dann den Tempel zu erkunden. Aber dann ist es vorbei. Und es wird spannend, es bleibt spannend. Und beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.